Als die Mandatsregierung erkannte, dass sie die Juden nicht vor den arabischen Übergriffen bewahren konnte, mussten sie ihnen Waffen zur Selbstverteidigung überlassen. Eine jüdische Hilfspolizei wurde gebildet, deren Mitglieder fast ausschließlich der verbotenen Haganah angehört hatten. Nun aber war die Haganah offiziell anerkannt und entwickelte sich binnen kurzer Zeit zu einer schlagkräftigen Kampftruppe. Die motorisierten Polizisten, die bei jedem Übergriff sofort zur Stelle waren, sie waren die Helden des Tages. Ein junger britischer Offizier, Charles Ord Wingate, unterstützte die Entwicklung der Haganah. Wingate war ein gläubiger Christ, der von den Zielen des Zionismus überzeugt war. Wingate organisierte die sogenannte Nachtschwadron im Jezreeltal. Für ihn waren die Haganah-Kämpfer Nachfahren des biblischen Richters Gideon, König Saulus und Judas Makkabäus. Das Anwachsen der jüdischen Armee in Palästina beunruhigte die britische Regierung. Sie passte nicht in Neville Chamberlains Konzept des Appeasement, der Beruhigung von potenziellen Kriegsherden. Ich werde nochmals mit Herrn Hitler sprechen. Dieses Mal hat er versprochen, mir auf halbem Wege entgegenzukommen. Er möchte einem alten Mann eine zu lange Reise ersparen. Adolf Hitlers Machthunger wurde größer, als er sah, wie schnell die Welt die Annektierung Österreichs vergessen hatte. Im Herbst 1938 löste er mit einer neuen Forderung eine internationale Krise aus. Das Sudetenland sollte nun statt zur Tschechoslowakei zum Dritten Reich gehören. Die Ankunft der französischen Minister Dalarzy und von... Im Interesse des Weltfriedens übten sogar Frankreich und England Druck auf die Prager Regierung aus. Chamberlain reiste eigens an den Rhein, um im Godesberger Schloss die deutsch-tschechischen Übergabeverhandlungen vorzubereiten. Aber... es sollte anders kommen. Hitler lehnte direkte Verhandlungen mit den Tschechen ab. Er teilte lediglich mit, seine Truppen würden zum vorgesehenen Termin im Sudetenland einmarschieren. Mit einem derart dreisten Ultimatum konnte selbst Chamberlain nicht einverstanden sein. Die Sudetenkrise erreichte ihren Höhepunkt. Das gewissenlose Treiben des Herrn Benesch brachte die ganze Welt in Aufruhr. In Frankreich wurde mobil gemacht. In Großbritannien wurde die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Chamberlains Stimme versagte, als er im Radio verkündete: Es ist unglaublich, dass wir hier Schützengräben ausheben und Gasmasken anlegen sollen und das alles wegen eines weit von uns entfernt lebenden Volkes, das wir nicht einmal kennen. Zeitgleich mit dem Ablauf des Ultimatums an die Tschechen wurde Chamberlain zu einer Gipfelkonferenz geladen. Das war am 28. September 1938. Den Schauplatz bestimmte Adolf Hitler, München. Mit seinem berühmten Schirm im Gepäck eilte Chamberlain nach Deutschland, um das Papier zu unterzeichnen, das als Münchner Abkommen in die Geschichte eingegangen ist. Hitler verpflichtete sich darin, keine weiteren Gebietsansprüche mehr zu stellen, sobald das Sudetenland in seiner Hand war. Die Deutsche Wochenschau berichtete: Durch das Abkommen vom 29. September 1938 in München kehrte das Sudetenland heim ins große deutsche Vaterland.
Chamberlain kehrte wie ein siegreicher Held nach London zurück. Der Friede schien gerettet. I want to say that the settlement of the Czechoslovakian problem. Ich bin der Überzeugung, dass die Beilegung des tschechischen Problems nur der erste Schritt zum Frieden in ganz Europa ist. To a larger settlement in which all Europe may find peace. Heute Morgen hatte ich eine weitere Besprechung mit dem deutschen Kanzler, Herrn Hitler. Dieses Papier hier trägt seinen wie meinen Namen. Im Jubel der Dankbarkeit ging die einsam mahnende Stimme Winston Churchills unter. Wir haben eine totale, bedingungslose Niederlage erlitten. Auch den Juden prägte sich dieses Ereignis ein. Sie mussten zusehen, wie westliche Demokratien ein kleines, friedliebendes Land opferten, das sie als Hindernis für den Frieden betrachteten. Die britische Regierung, vom Münchner Albtraum befreit, konnte nun Verstärkung nach Palästina schicken, um wieder für Recht und Ordnung zu sorgen. Das erste Einsatzziel war Jerusalem. Hier kontrollierten die Rebellen des Mufti nach überraschenden Erfolgen 5 Tage lang die Altstadt. Die Briten mussten sie regelrecht zurückerobern. Nach der Vertreibung der arabischen Rebellen aus Jerusalem war die Bevölkerung verängstigt und am Ende. Mehr als 2 lange Jahre hatten sie nicht nur den harten Zugriff der Briten, sondern auch noch die Grausamkeit der Rebellen ertragen müssen. Überall formierten sich sogenannte Friedensgruppen. Die Gegner des Mufti rächten sich, indem sie ihre Peiniger verrieten, an die englische Mandatsmacht. Mit Hilfe von Informanten wurden ganze Banden gefangen genommen. Die britische Armee verfolgte die Rebellen, die sich in den Bergen verschanzt hatten. Ihre Informationen erhielt sie stets aus arabischer Quelle. Der interne Streit der Araber schwächte die Revolte so sehr, dass die Briten 1938 die Oberhand behielten. Law and Order waren wiederhergestellt.